In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen zu ATV Gesundheit. Bei uns geht es heute um die Wirbelsäule und da speziell um die Zeit nach einer Operation. Wie werden die Schmerzen bekämpft? Wie lange muss man ruhen? Wie sieht die Reha danach aus? Diese Fragen beantwortet uns jetzt Professor Dr. Florian Geiger, Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums der Hessing Kliniken. Grüße Sie, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Also heißt, wir reden jetzt darüber, werde aus dem OP rausgerollt und komme in diesen Aufwachraum dann erstmal oder schon oft aufs Zimmer. Kommt drauf an, aber eigentlich bespricht man die Nachbehandlung schon vor der Operation, weil man eigentlich schon, bevor die Operation überhaupt gemacht wird, klärt, wie geht es überhaupt weiter danach, wie ist man zu Hause versorgt, ist man allein zu Hause, sind Angehörige da, die sich kümmern können. Das sind alles Sachen, die man lange im Vorfeld abklären muss. Auch wie die Schmerztherapie funktioniert, muss man besprechen, bevor der Patient in Narkose ist, weil er danach nicht mehr so gut ansprechbar ist. Mhm. Ja klar, also man bespricht das Ganze vorher, ja. Aber was danach passiert, darüber sprechen wir. Das heißt, es gibt ein Informationsgespräch, wo man dann alle genau. Infos schon hat. Genau. Und dann hängt es jetzt davon ab, ob das eine kleine oder eine große Operation war. Wenn man hier vielleicht nur einen Bandscheibenvorfall oder eine Dekompressions-OP hatte, dann kommt man in den Aufwachraum, ist dort 1-2 Stunden, bis man seinen Rausch ausgeschlafen hat und kommt dann wieder normal auf sein Zimmer. Wenn das jetzt eine große Operation war oder bei alten Leuten, dann wird man vielleicht 1 oder 2 Nächte auf der Intensivstation bleiben, weil man da einfach sich besser um jemanden kümmern kann und Vitalparameter nachsehen und eben auch die Schmerztherapie einstellen. Und jetzt wache ich auf und so weiter. Sie haben ja da an der Wirbelsäule operiert und ja. So weiter. Sie haben ja da vielleicht auch so ein bisschen gemetzelt, weiß ich ja nicht. Also ist eine große Wunde entstanden. Das tut ja normalerweise weh. Wie werden diese Schmerzen bekämpft? Das sind ja keine Medikamente, sondern es gibt ja diese Schmerzkatheter, die da gelegt werden. Wie funktioniert das? Unter Umständen auch. Ja. Also wir versuchen natürlich nicht zu metzeln, sondern möglichst fein zu arbeiten, weil je feiner man arbeitet, desto geringer sind die Schmerzen nachher. Das war jetzt etwas erlaubt, aber natürlich hängt es davon ab, auch was es für eine Operation war. Und man versucht, dass der Patient gar nicht erst Schmerzen hat. Also was man früher eben hatte, dass man aufwacht, starke Schmerzen hat, dann erst was bekommt und dann wieder weggehen. Das sollte nicht so sein, sondern man sollte von Anfang an eben schon auch vorher klären, wie viel Schmerzmittel braucht man, dass man dieses Tal, in die Patienten oft fallen, dass sie eben aufwachen, starke Schmerzen haben, das ist sehr schädlich. Ja, also man gibt zum Beispiel bei den großen OPs, bei Skoliosen, legt man so einen kleinen, dünnen Schlauch ans Rückenmark, direkt ans Rückenmark und kann darüber hin dann Schmerzmittel geben, ähnlich wie beim Zahnarzt, der da spritzt, also dasselbe Schmerzmittel, sodass die aufwachen und erstmal gar keine Schmerzen haben. Dann guckt man natürlich, ob sie alles bewegen, ob sie die Beine bewegen können, weil Sie kennen zum Zahnarzt, wenn der da in den Mund spritzt, dann wird der Mund taub. Das soll natürlich nicht so sein. Ja. Und dann muss man halt die nächsten Tage gucken, ist es eben genau so viel, dass man keine Schmerzen hat, aber nicht zu viel, dass die Beine taub werden. Das muss man dann beobachten. Wird ja genau eingestellt. Das, genau. Wie ist es mit der Blutung? Das blutet ja alles noch? Da gibt es eine Drainage wahrscheinlich? Oder wie geht ja, das? Also bei kleinen Operationen gibt es keine Drainage, weil die Drainagen eben auch wieder wehtun und die Schmerzen will man ja vermeiden. Aber wenn das jetzt jemand ist, der zum Beispiel vorher Aspirin eingenommen hat oder eine Blutungsneigung hat oder eine große OP, dann legt man eine kleine Drainage ein, weil es natürlich nachbluten könnte. Und das wird dann abgesaugt. Ja. Wie lange bleibe ich denn im Krankenhaus? Also wie lange muss ich da vor Ort bleiben? Also im Endeffekt ist es halt so, dass man nach der Operation mittlerweile sofort aufstehen darf. Also auch am OP-Tag oder wenn man sich halt ausgeschlafen und so fit fühlt, darf man aufstehen, darf gehen. Und dann hängt es eben davon ab, wann man wieder so fit ist, dass man sagt, man kommt alleine zurecht. Da gibt es Leute, die nach einem Bandscheibenvorfall nach 2 Tagen wieder nach Hause gehen oder wenn der endoskopisch operiert worden ist, sogar noch schneller. Und wenn man halt jetzt alt und ein bisschen gebrechlich ist, dann wird man etwas länger brauchen und dann muss man sich eben auch schon im Krankenhaus drum kümmern, wie geht es danach zu Hause oder in der Reha weiter. Also man muss jetzt nicht, egal was Sie jetzt gemacht haben an der Wirbelsäule, es gibt keine Fälle, wo man irgendwie ganz ruhig liegen muss, bloß nichts bewegen, könnte dann nochmal Schaden verursachen? Oder? Nein, das ist lange vorbei. Also man operiert eigentlich immer so, dass man sofort belastungsstabil ist, dass man eigentlich sofort eben auch aufstehen darf und sich belasten darf. Dann kommt man nach Hause und dann geht das aber ja weiter. Das heißt, ich darf dann ja nicht einfach normal, bin ja operiert. Muss ich mich dann ins Bett legen oder darf mich aufs Sofa setzen oder
kann ich ganz normal auch Sie laufen. Dürfen sich aufs Sofa setzen, aber Sie müssen nicht. Ja? Also Ziel ist eben schon, dass man, sagen wir, wir haben jetzt eine kleine Operation, Bandscheibenvorfall oder eine monosegmentale Versorgung, dass man eben sofort laufen kann. Und dann ist es unterschiedlich. Manche brauchen ein bisschen länger, bis sie wieder komplett fit sind. Manche können sofort nach ein paar Tagen schon wieder sich ganz normal belasten. Das tut dann auch nicht weh? Nein. Also, oder gibt es weiter Schmerzmittel? Also gar nicht weh kann man jetzt auch nicht sagen. Also je nachdem, wie groß die Wunde ist. Die Wunde muss verheilen und bis die Wunde verheilt, dauert so 2 Wochen. Da gibt es dann eben auch Hilfsmittel, die haben wir hier mitgebracht, um eben das noch ein bisschen zu entlasten. Weil natürlich, wenn die Muskulatur und der Bauch an der Wunde ziehen, tut das auch mehr. Wenn man das ein bisschen rückstellt, kann die Muskulatur besser heilen. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Versteifungsoperation bekommen an der Lendenwirbelsäule, dann wird man hier so ein großes Mieder anlegen. Das hat hinten feste Stäbe drin, sodass es irgendwie von außen nochmal fixiert ist. Ja. Das erinnert einen auch so ein bisschen daran, dass man nicht zu viel macht. Weil vielen Leuten geht es so gut, dann denken die nicht mehr dran, dass sie frisch operiert sind und bücken sich und bewegen sich eben zu viel. Und dann ist es ganz hilfreich, wenn man eben das noch hat. Das entlastet die Muskulatur, drückt von vorne ein bisschen auf den Bauch. Und dann kann das in Ruhe etwas besser heilen. Mhm. Mit der Zeit kann man das dann verkleinern. Dann kommen diese Stäbe raus und es wird zurückgebaut, sodass dann langsam eben die Belastung gesteigert werden kann und die Muskulatur sich wieder aufbauen kann. Okay, das ist jetzt, für welche Größe ist denn das gedacht? Also ja, das würde uns beiden passen. Ja. Oh, nein. Also das ist jetzt schon. Gut, vielleicht an Ostern. Ja. Aber, müssen noch ein bisschen abtrainieren. Das kann man einstellen, das gibt es individuell für jeden. Ja. Wie ist das denn jetzt bei Menschen, die jetzt, sagen wir mal, einen etwas größeren Bierbauch haben, vor sich her schleppen? Stabilisiert das denn dann auch? Ich meine, da muss ja richtig Druck ausüben, damit das die Wirbelsäule stabilisiert. Ja, also das stabilisiert vor allem dadurch, dass es eben von vorne auf den Bauch drückt und dann von vorne auch die Wirbelsäule stabilisiert. Also es sind nicht nur die Stäbe, die hinten drin sind, sondern auch einfach der Druck von vorne. Das wäre jetzt eins, was man nimmt, wenn man eine Versteifungsoperation macht. Wenn man jetzt eine kleinere Operation macht, zum Bandscheibenvorfall oder so, dann gibt es eben auch entsprechend kleinere, die nur unten stabilisieren. Das ist jetzt zum Beispiel für jemanden, der Schmerzen im Kreuz-Darbein-Gelenk hat, also wenn man da chronische Schmerzen hat, dann kann man eben auch damit nur das Becken stabilisieren, um hier den Druck wegzunehmen. Oder eben hier so ein bisschen elastischere, das ist ja ein ganz steifes, das ist etwas elastischer, wenn man zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall-OP hatte oder eine Kompressionsoperationen und da eben noch Schmerzen am Rücken hat. Also da gibt es verschiedene Modelle, von jedem Hersteller wahrscheinlich 10 verschiedene für jede Indikation und die gibt es natürlich auch noch in allen Größen. Und was genau machen die jetzt? Also was heißt stabilisieren? Ich kann mich dann weniger bewegen, die Bewegung wird eingeschränkt oder? Ja, also je nachdem, also das ist eins, das Große, das schränkt in der Tat die Bewegung ein. Das ist, wenn ich jetzt eine Versteifungsoperation habe und sage, ich will erstmal das ruhig stellen, damit der Knochen richtig einheilen kann. Das dauert 3 Monate ungefähr. Dann kann man das in der Zeit etwas ruhig stellen, damit ich eben Ruhe habe zum Heilen. Dann kann ich natürlich die steifen Elemente rausnehmen. Dann ist das ähnlich wie das hier. Das ist jetzt nicht so steif. Ja. Das ist wirklich jetzt eine elastische Bandage, die die Muskulatur entlastet, damit einfach man weniger Schmerzen hat und die Muskulatur sich langsam wieder aufbauen kann. Achso, das ist mehr für die Muskeln dann auch. Genau. Also so eins, das wird man auch nehmen für jemanden, der chronische Rückenschmerzen hat, auch wenn man ihn nicht operiert, einfach um die Gelenke, die Facetten zu entlasten, damit er sich schmerzfrei wieder mobilisieren kann. Und diese Pads, die hier drin sind, hier hinten, die hier hinten reindrücken, haben die eine Bedeutung? Ja, die haben so eine gewisse Massagewirkung. Also das wäre jetzt zum Beispiel für jemanden, der Schmerzen im Kreuz-Darm-Gelenk hat, dann drücken die hier hinten rein und dann hat man diese Gummizüge, die dann eben das bisschen elastisch stabilisieren. Das wäre jetzt eins, das man nicht nach einer Operation hat, sondern für jemanden, der halt chronische Schmerzen dort hat, den kann man dann ein bisschen Entlastung und Rückstellung geben. Und in der Tat bauen sich damit die Muskeln sogar eher auf, weil es ja immer das Gerücht gibt, wenn man sowas anzieht, würden sich die Muskeln abbauen. Aber es ist eben manchmal so, dass Leute aufgrund ihrer Schmerzen sich gar nicht mehr bewegen und nur noch auf dem Sofa sitzen. Und wenn man dann sowas anzieht und dann sich mehr bewegt, dann habe ich eher einen Muskelaufbau als einen Muskelabbau. Mhm. Also Sie haben gerade gesagt, 3 Monate dauert es, bis zum Knochen wieder zusammenwächst.
die 3 Monate muss ich dann auch zu Hause bleiben oder kann ich da auch arbeiten gehen schon? Oder? Hängt ein bisschen von der Arbeit an. Also als Moderator oder im Büro dürfte man arbeiten. Wenn man jetzt auf der Baustelle ist, dann ist es ein bisschen schlechter. Also es hängt sehr davon ab. Also man kann sich normal bewegen, man kann den Haushalt normal führen, man kann den Alltag normal bestreiten. Man hat halt unter Umständen eben so eine Bandage an, damit man nicht zu viel macht. Aber man kann sich frei bewegen und die meisten Berufe kann man damit auch wieder ausüben. Dann beginnt irgendwann die Zeit der Reha. Das heißt, in dieser Phase, diese 3 Monate, da macht man dann noch nichts. Beim Termvorfall schon relativ schnell, glaube ich, aber bei der Versteifungsoperation dauert es eine Weile. Wie sieht das aus? Also ich darf gar nichts machen, ich muss dieses Korsett tragen sozusagen oder diese Zimider tragen und dann fängt die Reha an. Wenn ich eben eine Versteifung habe, soll erst der Knochen zusammenwachsen. Das ist ähnlich, wenn sich ein Arm bricht, man macht einen Gips dran, damit der einfach erstmal heilt. Und wenn er verheilt ist, dann kann man in der Reha eben auch alles mitmachen. Wenn man die Patienten zu früh in die Reha schickt, dann sind sie zwar da, dann heißt es, sie dürfen das und das und das nicht mitmachen, dann haben sie nichts davon. Ja. Deswegen ist es manchmal besser, erst die Heilung abwarten und dann kann man wieder intensiv Gymnastik machen, kann intensiv Muskelaufbau machen, darf schwimmen gehen, darf Krafttraining machen und kann dann wirklich die Reha auch ausnutzen. Ich wollte jetzt fragen, was passiert in der Reha? Also das ist es Beweglichkeit oder ist es Muskelaufbau? Beides. Ja. Also Beweglichkeit, Muskelaufbau, Stabilisierung, wieder Alltagssachen eben auch lernen. Also die hängt auch dann teilweise vom Beruf ab, dass man eben auch berufsspezifische Belastungen wieder einübt. Aber das wäre jetzt für den, der eine Versteifungsoperation hat, jemand, der natürlich einen Bandscheibenvorfall hat oder eine Nervendekompression, der darf schon nach 2 Wochen in die Reha, wenn die Wunde eben verheilt ist. Ab wann darf ich denn wieder belasten, also schwere Lasten heben zum Beispiel oder vielleicht sogar Sport treiben? Also das wird uneinheitlich gehandhabt, das hängt so ein bisschen vom Arzt ab. Wir sagen so, je nachdem wie groß das Loch in der Bandscheibe war, manche dürfen nach 1-2 Wochen wieder, bei manchen ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn es ein Rezidiv oder ein sehr großer Vorfall, dann sagt man vielleicht so 3-4 Wochen, dann ist das innen vernarbt, aber dann darf man auch sich wieder normal belasten. Also Wasserkiste hochheben und sowas, was man halt so macht. Genau. Auch mit einer Versteifungsoperation oder dauert es da länger oder sollte man sich langsam an schwere Lasten gewöhnen? Wenn man eine Versteifungsoperation hat, sollte man diese 3 Monate abwarten. Dann hat man natürlich nach 3 Monaten ein gewisses Muskeldefizit, wenn man sich 3 Monate geschont hat. Deswegen wird dann in der Reha die Belastung langsam wieder aufgebaut. Aber dann darf man sich auch wieder komplett normal bewegen. Jetzt hört man immer wieder, dass Patienten keine große Lust haben auf die Reha und die einfach schwänzen. Kann das in diesem Fall bei Wirbelsäulen, wenn es um Muskelaufbau geht, so ein bisschen Beweglichkeit, kann das dramatische Folgen haben? Oder? Nein. Also es muss auch nicht jeder in die Reha gehen. Normalerweise sieht man die Leute nach 2-3 Monaten nochmal wieder und dann sieht man, sind noch Defizite da, braucht er eine Reha oder geht es ihm schon so gut, dass er es eigentlich vielleicht gar nicht mehr braucht. Man muss die Reha auch nicht immer stationär machen. Es gibt auch Möglichkeiten, das ambulant zu machen. Also das ist dann schon intensiver als normale Krankengymnastik, wo man 2-mal die Woche vielleicht 1/2 Stunde macht. Also eine ambulante Reha heißt wirklich, man ist jeden Tag 3-4 Stunden beschäftigt, darf aber abends wieder nach Hause und kann zu Hause schlafen. Wo man dazu sagen muss, es gibt Operationen, da ist die Reha unglaublich wichtig, weil sonst kann man zum Beispiel beim Knie, kann man das Knie hinterher nicht mehr bewegen. Also genau. Man sollte da immer mit dem Arzt sprechen. Und dann geht es ja darum, zu Hause alleine, wenn ich jetzt alleinstehend bin, Sie hatten schon das Vorgespräch angesprochen, das ist aber kein Problem, wenn ich da wieder nach Hause komme und dann... Ich kann mich ja dann normal wieder weiter versorgen, oder? Das ist bei den meisten kein Problem, aber wenn Sie sich vorstellen, Sie sind als Patient vielleicht schon 80 Jahre alt, sind ganz allein zu Hause und Sie können natürlich dann im Haus normal rumlaufen, aber Sie können noch nicht einkaufen gehen, Sie können den Haushalt nicht führen, Sie haben vielleicht ein Haus mit vielen Treppen und kommen die Treppen nur langsam hoch und runter. Das sind dann Sachen, die sollte man einfach vor der Operation besprechen, wie geht es nachher weiter, dass da nicht das Erwachen kommt, morgen ist Entlassung, ich soll nach Hause und dann fällt einem ein, ja, ich bin ja gar nicht versorgt. Ja. Also das kann man alles klären, sollte man rechtzeitig machen. Alles zur Reha nach einer Wirbelsäulenoperation. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.